Also natürlich ist die RPG ganz wichtig. Und zwar für jeden Ulmer Bürger. In den Stadtteilen selber wissen die Bürgerinnen und Bürger am besten, wo der Schuh drückt. Mit der regionalen Planungsgruppe haben die Bürger eine bewährte zentrale Plattform bzw. ein Sprachrohr in die Hand bekommen, um sich mit ihren Sorgen, aber auch mit Anregungen, sich direkt an die Stadträte vor Ort zu wenden. In den letzten Jahren habe ich die Sitzungen immer als sehr lebhaft in Erinnerung. Jeder Bürger möchte sich doch engagieren in der Stadt und ein Teil der Stadt sein. Man merkt dann doch immer wieder, wie die Menschen am Eselsberg sagen, oh, tolle Idee, wir machen mit, wir organisieren mit. Die Mitarbeit bei der RPG ist auch eine gute Möglichkeit, mitzubekommen, was in der Stadt eigentlich so passiert und wie die Entscheidungsprozesse ablaufen. Entscheidungen werden in der Regel nicht ad hoc getroffen, aber es ist gut und richtig zu wissen, dass Anliegen ernst genommen werden und den Weg in die Stadtverwaltung finden. Das kann auch ermüdend wirken, aber ich glaube, das ist notwendig. Wir müssen immer wieder konstatieren, was ist eigentlich los. Und wollen das Beste raus. Und ich schätze den Austausch, die Informationen untereinander und mit der Bürgerschaft. Aber auch über Vorhaben in den Stadtteilen zu informieren, ist eure Arbeit. Und da, wo er reinmuffelt, das passt mir nicht und so, da können wir doch was verändern. Dafür ist die RPG da. Dass sie selbst Ideen einbringen, selbst Vorhaben einbringen in die Planungsprozesse bei der Stadt. Das gelingt uns eben in der RPG auch immer wieder. Das Engagement dieser Ehrenamtlichen hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Böfingen sich zu einem lebens- und liebenswerten Stadtteil entwickelt hat. Dass die Menschen und die Bürger hier aktiv am Leben teilnehmen. Wir verändern, wir verschönern die Stadt. Das liegt uns auch sehr am Herzen. Das ist euer Ziel und das macht ihr ganz super. Es gibt einfach ein Lebensgefühl auch für die Menschen, die da wohnen. Die Herstellung von Stadtteilidentität auf der einen Seite und Stärkung des Zusammenhalts der Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite. Und das hat sehr, sehr viel mit der Lebensqualität zu tun, an einem Stadtteil zu wohnen. Ulm ist eine Stadt im Wandel. Da haben wir sicher ein Potenzial, da was daraus zu machen. Wenn es sich lohnt, sich zu beteiligen, um an diesem Wandel teilzuhaben, mitzugestalten, dann jetzt. Kommen Sie mit und beteiligen Sie sich.